Hallo, mein Name ist Patricia Dender. Für die, die mich noch nicht kennen oder heute zum ersten Mal sehen, ich bin Transformationscoach und zwar ja aufgrund von meiner eigenen Geschichte. Ich bin gerade immer noch dabei, richtig fit zu werden von schlimmen Rückenproblemen, kaputten Bandscheiben. Ach, mein MRI kann ich gar nicht vorlesen, das ich vor 2 Jahren hatte. Fakt war, mir wurde empfohlen, den Rücken operieren zu lassen und meine Hüften ersetzen zu lassen. Hüftgelenk rechts auf jeden Fall. Und das war eigentlich der Auslöser dafür, dass ich mich auf den Weg gemacht habe, tatsächlich zu beweisen, dass alles heilen kann. Insbesondere inspiriert hat mich Dr. Joe Dispenza. Wobei natürlich solche Sachen wie Arthrose, vor allem in der Hüfte, heute immer öfter vorkommen und auch als unheilbar eingestuft werden, weil sich das eben Knochengelenk kann sich nicht regenerieren. Und ich konnte das nie glauben, weil warum soll es bestimmte Dinge geben, die unser Körper nicht regenerieren kann? Entweder er kann sich regenerieren oder er kann sich nicht regenerieren. Aber nicht, er kann das regenerieren, aber das nicht. Ja, und jetzt bin ich dabei und es ging tatsächlich viel darum, sich von der Vergangenheit zu lösen. Es ist eigentlich das A und O, die Person zu sein, die man wirklich ist, zu wissen, warum und weshalb wir hier auf dieser Welt sind, was ist unsere Seele, was ist unser fleischlicher Körper, wie das Ganze zusammenhängt, wenn nicht unser wunderbarer Verstand immer dazwischen funken würde, wären wir ganz göttlich, wunderbar und perfekt. Und unser Verstand verbindet uns eben auch mit unserer Vergangenheit. Und wir sind immer wieder versucht, diese Vergangenheit in die Zukunft zu tragen. Und auch wenn wir die Zukunft uns schön erschaffen kommen, kommt immer wieder dieses Netz der Vergangenheit, will ich es fast nennen, das sich über uns wirft mit all diesen Erinnerungen, alten Emotionen, die getriggert werden, die sich aus dem Nichts oft über uns werfen, im Sinne eines Netzes, aus dem wir uns nicht befreien können. Und uns immer wieder zurückwirft in unsere Vergangenheit, in unsere alte Persönlichkeit. Und das ist natürlich das, was wir uns bewusst sein müssen, wenn wir transformieren wollen von einer kranken, belasteten, schweren, auch unglücklichen Opferpersönlichkeit zu einer freien, glücklichen, in Fülle lebenden, göttlichen Persönlichkeit, sage ich mal. Und der Verstand ist quasi wie die Verbindung zwischen dieser alten Persönlichkeit und dieser neuen Persönlichkeit, respektive unserer ursprünglichen Persönlichkeit, die wir immer schon wieder waren. Und unser Verstand speichert eben diese ganzen Geschichten und Erlebnisse aus dem kollektiven Bewusstsein, aus unserem Familienbewusstsein. Wir übernehmen da Sachen auf energetischer Ebene zu einem Zeitpunkt, an dem wir überhaupt nicht wissen, was passiert. Das wird uns tatsächlich auch so übergestülpt wie ein Netz. Und irgendwann mal denken wir, dass wir diese Persönlichkeit sind, die in diesem Netz gefangen ist, in diesem Netz der Erinnerungen, der Emotionen, in diesem Netz des Leidens, in diesem Netz, wo all diese Geschichten drin sind, die Stories, unsere Familienherkunft, unsere Ahnenlinie etc. pp. Viele von uns wissen das ja nicht mal wirklich bewusst, wo sie herkommen, aber diese Sachen sind einfach energetisch gespeichert in diesem Netz, das wir uns überstülpen lassen. Und um uns von diesem Netz zu befreien, reicht eben nicht nur einmal, sondern wir müssen einfach Tools haben, um uns permanent von diesem Netz zu befreien. Jedes Mal, wenn uns dieses Netz wieder gefangen hält und uns erklären wollt, ja, aber du bist doch die und du kommst doch daher und du hast doch das gemacht und hier hast du auch mal versagt und hier hast du zu Recht nicht das erreicht, was du wolltest und hier wurdest du nicht geliebt und so weiter. Und dieses Netz, das kommt dann immer wieder irgendwie so aus dem Blauen heraus, wird uns das wieder übergewuscht. Und wenn wir bewusst sind und wissen, was da läuft, dann können wir einfach sagen, oh cool, das Netz hat sich wieder über mich gesetzt. Und dann ziehst du dieses Netz ab und sagst, okay, let's, hier bin ich, meine strahlende Persönlichkeit in meinem strahlenden Leben. Und
Und schon bist du wieder in diesem goldenen, gegenwärtigen Moment und hast nichts mehr damit zu tun mit deiner Vergangenheit. Das ist wirklich von einem Moment zum anderen, kann alles anders sein. Es kann von einem Moment zum anderen alles besser sein, aber es kann auch von einem Moment zum anderen alles schlechter sein. Aber genau das entscheidest du. Du stehst hier in diesem Moment und du schaust, gehst du Richtung neues, besseres Leben oder machst du wieder einen Schritt zurück und lässt dich von deinem Netz wieder nach hinten, hinten ziehen. Das ist immer nur der jetzige Moment, in dem du deine Entscheidungen triffst. Und das zu lernen, das zu üben, dieses Bewusstsein zu haben und diesen Moment zu erkennen und jeden Moment zu erkennen, womit man sich verbindet, auch energetisch, das ist Freiheit. Dann können 100.000 Netze über dich einprasseln und in jedem Moment weißt du, wie du dich von diesem Netz befreist und in jedem Moment weißt du, dass diese Netze, auch die Netze der anderen Menschen, was weiß ich, wie viele Netze es hier geben kann, nichts mit dir zu tun haben. Ja, das war mein Beitrag für heute. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Geht freudig in die Zukunft, erhöht eure Energie. Und je höher diese Energie ist, desto weniger können euch niedrige Netze einfangen. Ja, weil ich bin hier. Hier sind diese Fischerboote. Genau. Ich habe zwar keine Netze gesehen, aber irgendwie kam mir das jetzt in den Gedanken. Das ist ein Bergsee, deswegen bin ich auch im Bikini. Und zwar gehe ich seit einigen Tagen hier in dieses 13 Grad kalte Wasser und merke, wie wunderbar das ist für meinen Körper und wie das auch meinem Körper die Erlaubnis gibt, so ein Reset-Gefühl zu haben aus der Vergangenheit. Und ja, macht Dinge, die ihr sonst nicht tut. Beweist euch, was ihr alles nicht doch alles machen könnt, was ihr nie gemacht habt. Dann kommt ihr an eure Kraft, dann spürt ihr euer wahres Sein, euer wahres Bewusstsein, was das alles nicht noch machen kann in der Zukunft und was überhaupt nichts mit den Dingen zu tun hat, was ihr jemals in der Vergangenheit gemacht habt. Also, ich wünsche euch einen tollen Tag. Bye, bye.